Wusstet ihr, dass es einen Fetisch gibt für unbelebte menschliche Darstellungen oder für Blähungen und Fürze? So ein richtig schöner Giftonkel, einfach ins Gesicht. Oder es gibt auch manche Leute, die stehen darauf, sich an anderen Leuten zu reiben. Ich glaube, da wäre sogar ein Berufswechsel zum Handtuch angebracht. Ja, ich weiß, der war scheiße, aber ich wollte irgendwie einen Handtuchwitz darüber machen. Ja, aber darum geht's heute nicht. Ich möchte heute über meinen Fetisch reden. Ich denke mal, das ist auch sehr angebracht, auf einem Minecraft-Kanal über meinen Fetisch zu reden. Und mein Fetisch ist... Mal gucken. Die Vorliebe für gespielte Vergewaltigung. Nein, okay. Ich bin Hämophilobe. Das bedeutet, ich stehe auf Blut. Und wie ich gemerkt habe, dass ich ein Hämophilobe bin und auf Blut stehe, oder... Also, wahrscheinlich stehe ich auf Blut. Also, wie sich mein Leben für immer verändert hat, das seht ihr jetzt. Karl war schon in jungen Jahren ein sehr besonderes Kind. Hier kommt ein ganz dicker Michi. Die Ärzte waren sich einig. Karl ist dumm. 4-8, der Typ, der gedealt hat. Baller mit der AK, so reich wie ein Tierpark. Er wurde auch von Herr Maulwurf vergewaltigt. Ah, Herr Maulwurf, nicht so eng. Ah, nein, bitte. Ah. Doch dann kam der Tag, an dem sich alles verändert hat. So, jetzt erstmal ungespielt gucken. War das gerade so politische Einstellung? Der ist ja voll auf die Fresse geflogen. Ist unten aber, ne? Oh. Was sehe ich denn da? Oh. Eine geile Fickwunde. Naja, Spaß beiseite. Ich wette, irgendeiner da draußen von euch steht bestimmt auf sowas wie Wunden oder so. Und ey, ich meine, das ist voll in Ordnung. Solange ihr auf der Gamescom irgendwie nicht meinen Arm abschneidet und dann euren Schwanz da reinsteckt, habe ich kein Problem damit. Aber ich frage mich doch tatsächlich, wie merkt man überhaupt, dass man so einen Fetisch hat? Dass man auf amputierte Menschen steht oder so. Ich meine, geht man einfach so durch die Fußgängerzone, sieht dann da irgendwie jemanden im Rollstuhl, der gerade aus dem Irak kommt und holt sich dann darauf einen runter oder was? Und gibt es überhaupt die richtigen Pornos dafür? Ich meine, wenn man abends ein bisschen Zeit hat für sich, aber sagen wir ein Dorafiler ist und auf Pelze steht, geht man dann einfach auf Zalando und holt sich irgendwie einen auf den Pelzmantel runter? Wenn man seiner Freundin irgendwie erklären muss? Ja, Schatz, ich weiß, in letzter Zeit läuft es nicht so gut mit uns im Bett, aber das liegt daran, dass ich ein Mysophilier bin und auf unangenehme Gerüche und Geräusche stehe. Ich meine, was macht man dann als Freundin? Wenn der Partner auf unangenehme Gerüche und Geschmäcker steht, schiebt man sich dann eine Zwiebel in die Vagina oder wie läuft das? Oder wenn der Partner ApoRed? Was, wenn der Partner ApoRed ist und nur auf Sex über Chatroulette steht? Nee, sowas wäre echt schon zu krank. Was, wenn der Partner auf extreme Kälte steht? Also ein Kyrophilia ist? Muss man die dann mit einem Eiswürfel in der Vagina begrüßen? Oder wenn man auf Todesangst durch Strangulierung, Inszenierung einer Tötung, sadistische Qualen, Selbststrangulation und Selbstverletzung steht? Wenn man die Kombo hat? Aber hey, ich urteile nicht. Also wenn irgendeiner von euch darauf steht? Hm? Ach du Scheiße. Naja, ich für meinen Teil bleibe bei meiner Vorliebe zu Wunden. Und natürlich meiner Vorliebe zu Sex mit Kindern. Aber das ist ein anderes Thema.